Und weiter geht's mit Tomb Raider, Poseidon und Sanctum Reboot. Mit der coolen Lara mit der Sonnenbrille. Ulalala. Tanzt so gerne mit dem Winston. Und so weiter. Und so fort. So. Hier kann man hoch. Das ist schon mal gut. Wir haben immer noch keinen Seraphen, aber wir sind auf jeden Fall auf der Suche. Und kommt, glaube ich, dem Seraphen noch immer einen großen Schritt näher. Okay. Das war irgendwie eine knappe Kiste, aber das haben wir überlebt. Also alles gut. Und meine jetzt hier mal eine Rückwärtsrolle. Yes. Das war auch knapp, aber hat gerade so geklappt. Und solange es klappt und gut geht, bin ich zufrieden. So, jetzt sind wir auch hier oben. Das ist auch keine Schräge, das heißt, hier können wir mal entspannt zwischenspeichern. Und da drüben liegen Uzi-Munitionen. Ich wollte gerade Pfeile sagen, aber das ist Harpune. Ich habe gerade das Blau irgendwie, dieses helle Blau, silberne irgendwie in meinem Kopf mit der Harpune verwechselt. Die Harpune gibt es ja in diesem Level jetzt gar nicht. Eigentlich nur bei Sophia Lee in dem Teil. Da gab es die Harpune. Aber die braucht auch kein Mensch. Ich hasse die Harpune. Kann damit auch nicht so richtig umgehen. Aber so geht es vielen Let's Playern, habe ich festgestellt, dass die Probleme mit der Harpune haben. Weil das Unterwasserkämpfen einfach irgendwie schwierig ist. Wir springen jetzt einfach mal durch. Hilfe. Es war jetzt hier gerade alles ein bisschen mehr Glück als Verstand, glaube ich. Aber umso besser. Ist ja alles gut gegangen. Hier ist aber nichts mehr. Das heißt, wir gehen jetzt hier durch. Wow. Ohne aus Lara einen Hackschnitzel zu machen. Oder doch. Ja. Und durch. Ja, mein Gott, nehmen wir ein großes Medipack. Was soll's, wir haben's ja. Und hier raus. Ja, das war ganz gut. Okay. Ja, dann geht's hier runter. Oh, es wird golden. Kommt da etwa der Seraph? Ja. Hat man am Schimmer schon gesehen. Da kommen wir dann runter. Aber erstmal nehmen wir den Seraphen mit. Ja. Wunderbar. Und auch diese Geschafft-Musik. Perfekt. Was will man denn mehr? So, jetzt kommen wir hier unten raus. Wieder bestimmt irgendwo. Auf dem anderen Gang aus der Tür raus. Yes. Genau hier. Und da können wir die zwei Sachen nämlich einsetzen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das hätten wir erfolgreich gemeistert. Haben jetzt unseren Juwel und den Seraphen. Heißt das Ding auch Seraph überhaupt? Nicht, dass ich hier Mist erzähle. Ritual Gem und der Seraph natürlich. Der Seraph, wie er leibt und lebt. Vor allem, weil materielle Dinge leben. Aber egal. So, dann rein mit dem Tomb Raider 2 Kloster von Bakanklunkor. Und dem Tomb Raider 2 Seraphen. Kommt ja alles aus demselben Level-Teil, sag ich mal. Level-Abschnitt. Rein damit. Klack. Und dann öffnet sich das große Tor. Und dann gehen wir mal rein. Aber speichern lieber mal vorher. Ich habe nämlich kein gutes Gefühl bei der Sache. Oh ja, das hat auch so ein bisschen Kloster von Bakang hier mit diesen Gefäßen, die brennen. Da kann man aber mittig eigentlich immer ziemlich gut durchspringen. Also bei Tomb Raider 2 ging das zumindest. Hier geht's auch. Am besten mit so einer Seitwärtsrolle. Aber eigentlich kann man auch einfach diesen Granatwerfer dabei mal wegtun. So geht es nämlich. Bisschen Abstand halten, sonst bleibt sie kleben. Und dann können wir hier weiter. Und was liegt denn da? There is a star which unlocks Poseidon's Sanctum. Now I have to get out of here. In the scroll was written that the exit opens by showing the holy symbol.
The holy symbol for the Orthodox Christians is a cross. I haven't quite understood that yet. What should I do? Maybe I have to find the exit doors and whatever seems like a cross. Okay. Ja, damit kommen wir jetzt wahrscheinlich zu Sophia Lee, zum finalen Endkampf. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt müssen wir erstmal den Ausgang suchen. Nein. Blöcke, als ob wir nicht in der letzten Folge schon genug gehabt hätten. Hä, das ist eine Pokémon-Musik. Ernsthaft? Also ich bin sehr, sehr stark der Meinung, dass die Musik aus einem Pokémon-Film kommt, wo Arctos, Zapdos, Lavados auf ihren Inseln sind und Lugia dann im Wasser irgendwie hochbeschworen wird oder so ähnlich. Und ich meine, das war diese Flöte, die dann diese Tiere besänftigt, also die Pokémon besänftigt hat oder so. Krass. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Pokémon-Melodie war. Spannend. Ich weiß jetzt nicht, warum der Block hier noch rumsteht. Auf jeden Fall haben wir die Tür offen und dann würde ich sagen, gehen wir da einfach mal durch. Weil wir haben es anscheinend irgendwie geschafft. Ach, wir müssen das zweite Tor aber auch noch aufbekommen. Das muss wahrscheinlich dann... Ja, keine Ahnung. Weil den kriegen wir ja nicht hier dran. Ich wollte das hier so rumdrum schieben. Hat ja auch irgendwie geklappt mit dem ersten Tor, aber... Also, dass hier die... An der Decke die Dinger, Symbole besetzt sind sozusagen mit Blöcken, aber den kriegen wir ja da gar nicht hin. Nee. Oder? Ich raff's gerade irgendwie nicht so ganz. Wir schieben den jetzt noch einmal. Vielleicht geht er dann die Tür schon auf, wäre jetzt Wunschdenken. Aber wer weiß. Weil weiter kriegen wir den nämlich nicht. Jetzt bin ich gerade überfragt. Ich will hier raus. Das ist ja komisch. Wir müssen wahrscheinlich jetzt noch eine andere Anordnung treffen. Weil den kriegt man nie im Leben dahin. Aber wir können vielleicht den versuchen, da nochmal hinzuschieben. Dass das Kreuz erfüllt ist. Ja. Dann gibt das nämlich hier so ein großes Kreuz. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Okay. Und ich finde, das sieht aus hier so ein bisschen wie Level Ende, oder? Yes! Und seht euch die Secrets an. 4 von 3. Ich bin zufrieden. 1 Stunde gebraucht. 4 von 3 Secrets. 33 Gegner gekillt. 712 Schuss benutzt. 547 Treffer. 4 Medipacks gebraucht. Und 5 Kilometer und 200 Meter.
5,2 Kilometer zurückgelegt. So, machen wir doch gleich mal weiter. Und die Musik, die verheißt gar nichts Gutes. Hier ist nichts. Aber muss man ja immer abchecken, ne, ob da was ist. Jetzt schauen wir mal, wie das letzte Level heißt. The Hidden Sanctum. Und hier kommt das Finale. Das ist nämlich hier wieder die Stelle, die wir von Sophia Lee kennen. Mit diesen Felsen sind wir jetzt genau da auch angekommen. Nur, dass die Musik irgendwie gruseliger ist. Sehr gruselig ist. Mir schon fast eine Spur zu gruselig ist. Und wir sind nämlich jetzt hier oben drüber. Wir haben mit Sophia da unten begonnen und mit Lara beginnen wir hier. Oh. Okay. Ja, das war doof. Das war ziemlich doof. Dann laden wir nochmal, weil ich glaube, darunter soll man jetzt tatsächlich nicht. Boah, ist das gruselig, ey. Hier ist aber eine Rakete, die nehmen wir mit. Genau, haben wir ja schon gesehen. Und jetzt gehen wir wieder zur MP-Munition, aber fallen diesmal nicht darunter. Und dann kann man wahrscheinlich... Ach, hier ist noch ein Medipack. Da kann man wahrscheinlich irgendwie da hoch irgendwie klettern. Aber jetzt holen wir erst nochmal die Munition. Hier unten war ja nichts drin. Woher kenne ich denn nur diese Musik? Aber es ist schon gruselig irgendwie, oder? Findet ihr das auch gruselig? Ich finde es sehr gruselig. Ich will versuchen, da hochzukommen. Nein! Ich bin ein Vollidiot. Wir kommen nicht lebend runter. Dann nochmal laden. Weil es so schön ist. Jetzt stehen wir bestimmt wieder am Anfang. Jawohl. Aber jetzt wissen wir es ja. Genau, also einmal Rakete, einmal Medipack, einmal MP5. Oder MP5 Munition. Wie man es auch mag. Medipack und MP-Munition. Und dann vor allem erstmal speichern, weil wir wissen ja, dass das hier ständig schief geht, was wir hier traktieren. Deswegen einmal hier zwischenspeichern. Ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ja, da können wir nicht hoch, das haben wir jetzt ausprobiert. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier seitlich hoch. Irgendwo muss man ja mal Fuß fassen. Aber auch hier kommt man gar nicht hoch. Aber vielleicht auf der Seite. Yes. Hier kommen wir hoch. Zu den Küstenruinen von Tomb Raider 4, von der Textur her. Wir müssen aber dafür hier rüberspringen. Ganz schön triste Gegend hier. Ach Mann, sind wir runtergefallen. Na gut, dann halt nochmal da hoch. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und nochmal darüber. Das war jetzt auch gerade knapp, wäre fast wieder schief gegangen. Thank you.
Sehr schön. Okay. Dann gehen wir da mal rein und schauen mal. Beziehungsweise machen wir das in der nächsten Folge. Hier liegt nämlich schöne Schrotmunition. Und dann betreten wir dieses Gebäude in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.